Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich wieder für euch hier in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, das wir uns in der ersten Zone von Dragonflight farmen können. Und dazu bin ich schon mal einmal hier in der Küste des Erwachens und dann sind wir hier einmal beim Obsidian oder bei der Obsidian-Zitadelle. Und hier gibt es einen Haufen Elite-Gegner, die alle eine geringe Chance haben, ein Spielzeug fallen zu lassen. Das Spielzeug schimpft sich einmal hier Sargass Talisman. Und ja, ihr seht, ich habe es schon mittlerweile dreimal drin. Ich habe hier ein bisschen Schlüssel gefarmt, die man für die beiden Ruffraktionen, Raphion und Sebalion, braucht. Das sind diese Schlüssel hier. Nebenbei kriegt man dieses Toy anscheinend mehrmals. Laut WoW Head hat es jetzt, naja, eine schon geringere Dropchance. Wir können jetzt mal reinschauen. Ihr seht, alle diese Mobs droppen das. Das sind Qualashi-Mobs. Das sind quasi diese Elite-Dudes, die hier rumlaufen. Die Dropchance variiert von 0,04 bis tatsächlich 5%. Es scheint anscheinend irgend so ein Named Mob zu sein, aber ich schätze mal, etwa so ja, 0,2 wird, denke ich mal, so ein bisschen der Durchschnitt sein. Diese Gegner befinden sich, wie gesagt, hier in der kompletten Bereich. Ich persönlich farme das Ganze hier im sogenannten Basement. Da gibt es ja auch verschiedenste Gruppen, die Schlüssel farmen und nebenbei kann man das Toy mitnehmen. Wenn ihr das Ganze farmen wollt, sucht ihr einfach nach Obsidian-Key-Farmgruppen. Die farmen das meistens hier unten in der Höhle bzw. den Gewölben drin. Ich kann jetzt einmal rausgehen und zeigen, wo ich das Ganze gefarmt habe. Also ihr habt gesehen, hier sind wir quasi, wenn wir reinlaufen, nach rechts gelaufen. Da gibt es eigentlich einen ganz guten Spawnpunkt. Und wo der Eingang von dem Ganzen ist, will ich euch jetzt einmal zeigen. Und zwar laufen wir da oben hin. Das ist in der Nähe von Raphion bzw. dem deutschen Fororion. Und da können wir einmal runter in den Keller. Da gibt es auch so ein Rare-Eventer-Spawn, wo man ein bisschen extra Ruf mitnehmen kann. Ist auf jeden Fall nicht so verkehrt. Also, jetzt sind wir hier einmal draußen. Ihr seht, da drüben ist Fororion, wenn ihr ihn denn angequatscht habt, oben als Auswahlmöglichkeit. Und da sind wir jetzt einfach auf den Koordinaten. Ah, mein Koordinaten-Addon habe ich nicht an. Aber zumindest seht ihr hier vorne an der Zitadelle sind wir dran. Und ja. Jetzt würde ich sagen, gucken wir uns das Ding noch an. Einmal gelernt. Und dann müssten wir ein Aussehen annehmen, wie diese Dudes, die hier rumlaufen. Und wie sehen wir aus? Okay, wir sind keiner mit einer Rüstung, aber wir haben so eine Knochenhalskette. Anscheinend ist es so, dass wir ein zufälliges Aussehen kriegen. Nehmt das Aussehen eines zufälligen Djaradin an, oder wie man die auch immer ausspricht. Heißt, vielleicht gibt es auch noch ein bisschen coolere, so mit einer Rüstung und Waffen. Der ist jetzt relativ unspektakulär, aber ist ein ganz nettes Toy und ja, kann man sich nebenbei beim Ruffarmen dementsprechend mitnehmen. Das waren die Informationen, die ich euch geben konnte. Solltet ihr noch Fragen haben, haut die gerne in die Kommentare. Euer Attila, bis zum nächsten Mal. Ciao.